Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ja, heute geht's ans Verkabeln. Wir werden, ja, Tiger ist gerade aufmerksam, Aufmerksamkeit. Wir haben ja die Plätze getauscht, der Fernseher war ja vorher da drüben, jetzt ist er hier. Und wir müssen alles neu ankabeln. Ich habe jetzt erstmal nur provisorisch das meiste angeschlossen, dass ich erstmal Fernsehen gucken konnte und eine Runde zocken konnte, aber sonst muss alles noch neu gemacht werden. Ich habe von Kabel direkt netterweise auch wieder Kabel zur Verfügung gestellt bekommen. Das werden wir jetzt machen. Den LAN-Kabel kann ich euch nicht direkt zeigen, weil den habe ich schon am PC angeschlossen. Den musste ich nämlich durch die ganze Bude legen. Und da wollte ich kein Video machen mit umrücken und so, weil ich musste durch den Flur, durch Schlafzimmer und dann durch die Wand durch und dann hier durch und egal. So, wir wollen jetzt jedenfalls alles verkabeln. Aber zum Verkabeln gehört ja natürlich noch was. Ich habe schon ein Unboxing gemacht, wo ich euch jetzt so ein paar Kabel zeigen werde. So, einmal ein 3 Meter 8K HDMI Kabel, damit bin ich auch für die PS5 schon gerüstet. Ja, fragen sich jetzt einige, hast du doch schon. Ja, aber nicht 3 Meter. Weil der geht praktisch von hier zum PC, wegen der Capture-Karte. Und natürlich einmal auch wieder zurück, logischerweise. Ich zeige euch erstmal, was wir hier haben. Den muss ich auch noch verlegen. Das ist der SAT-Kabel. Da muss ich erstmal gucken, da muss ich da hinten noch lose machen und so. Und dann gehe ich dann da hinten lang irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich es mit aufnehmen werde oder halt nur das Stück mit aufnehmen werde, weiß ich noch nicht. Jedenfalls SAT-Kabel. Dann, den habe ich ja schon ausgepackt. Den habe ich ausgepackt. Ah, hier. Dann nochmal ein 3 Meter HDMI, der halt zurückgeht. So, dann haben wir noch 2x5 Meter für die Switch. Den packe ich mir mal einzeln. Dann haben wir für die PC-Ecke 2x Y-Kabel. Das weiß ich nicht, das werde ich morgen das Video machen. Von der PC-Ecke, wir konzentrieren uns heute erstmal nur hier drauf. So, dann ein DisplayPort und nochmal ein DisplayPort-Kabel für die PC-Ecke. Die Switch werde ich auch später anschließen, die ist jetzt nicht so vom Belang. Das ist erstmal hier so wichtig. Bei der Switch muss ich sowieso dennoch sehen, dass ich im Kabelkanal, da muss ich den Schrank wegrücken, im Kabelkanal noch ein Loch drin mache, dass ich den HDMI praktisch von da runter, hier hinten lang, und dass er dann hier rauskommt, ja, beziehungsweise vielleicht auch gleich zum PC mache. Das weiß ich noch nicht genau wie. Und nochmal ein, habe ich jetzt vergessen die Länge, 1,5 waren das, glaube ich. Auch nochmal ein 1,5 Meter. Und zwar kann ich euch das mal zeigen. 48 Gigabit Ultra Speed 4K HDMI Kabel. 8K mit 60 FPS, also mit 60 Hertz. 4K mit bis zu 120 Hertz. Sie passen da durch den Kabel durch. 3D, HDMI, HDR. Aus der Top-Serie. Color ist Black. Ach, hier steht es 2 Meter Länge. Und hier hinten bei dem steht es 3 Meter, genau. Das ist der 2 Meter. Den darf ich nicht mit den 1,5 durcheinander bringen. Der kommt nämlich dann zum Ende dran. Nicht, dass ich den durcheinander bringe. So, haben wir. Die 5 Meter mache ich erstmal hier wieder rein und den SAT-Kabel auch. Den können wir dann zum Schluss machen. Weil ich muss hier einmal quer durch das ganze Zimmer durch, außenrum. So, und dann habe ich hier meine, hier, ich habe nicht noch ein LAN-Kabel für die, von Kabel direkt, das kommt dann nämlich auch noch verbaut. So, zusätzlich haben wir
Ich habe ja noch meine alten, die werden ja auch wieder verbaut. Noch dreimal. Ja, eigentlich fünf. Mit dem sind es vier. Wo ist der fünfte? Ja klar, der ist schon im Kabelschacht gelegt am Fernseher und geht dann praktisch durch diesen Kabelschacht nach unten. Und der muss dann halt hier auch wieder ran. Also verlegt ist alles. Nee, der liegt hier oben irgendwo. Der muss alles dann da wieder an die Gigagate ran. Also das müssen wir auf jeden Fall auch verlegen. So. Hier ist mein, kann ich euch auch mal zeigen. Wo haben wir den denn? Hier ist mein alter. Ich habe beide hier drin. Ach so, nee, das ist mein alter, den ich mir bei CSL geholt hatte. Der ist nicht gut gewesen. Das sage ich jetzt nicht, weil er von CSL ist oder so. Nein, er war wirklich nicht gut. Weil einige Sachen haben funktioniert, einige Sachen nicht. Und die von Kabel direkt haben gleich funktioniert. Also ich hatte immer Abbrüche, wenn ich von der Capture auf dem Bildschirm gewechselt habe von HDMI, also von DisplayPort auf HDMI, ja, wo das hier halt dran ging. Und dann musste ich halt so einen Verteiler dazwischen klatschen. Und dann, wo der Blitz drin ist, da war dann aus komplett vorbei mit dem. Hier habe ich dann noch meine anderen vom Kabel direkt. Sieht man das? Ja. Das sind so Klettteile, die kommen auch wieder ran. Zusätzlich habe ich hier noch ein paar und hier noch die große Rolle. Wir wollen ja auch alle, dass alles wirklich vernünftig verlegt ist und verstaut ist und wir wollen nicht, dass irgendwo was überguckt. So. Dann habe ich hier noch meine normalen von Kabel direkt. Also das sind, die können 4K mit 60 FPS, glaube ich, 60 Hertz, glaube ich. So. Dann die, genau, die Toslink-Kabel brauche ich noch. So. So, hier sind noch meine Fire TVs drin, die muss ich auch noch irgendwann mal machen. Das kommt später dran. Mir fehlt nämlich noch ein optischer Verteiler, den brauche ich noch. Der muss nämlich auch noch angeschlossen werden. Den finde ich jetzt nicht, den muss ich dann im Nachhinein wahrscheinlich anschließen. Oder habe ich ihn schon angeschlossen? Ich weiß es nicht. So. Und, ach so, hier, ihr kennt es ja, die hatte ich vorher dran, dass ich mit Fernbedienung die an- und ausschalten konnte, wie mir gerade beliebt. Weil ich mag es nicht, wenn alles an ist. Wenn ich es nicht brauche, brauche ich keine PlayStation. Also wenn ich die nicht spiele oder so oder irgendwas runterlade, brauche ich die auch nicht im Standby laufen oder auch wenn sie aus ist, irgendwie leicht Energie verschwenden, geschweige denn Festplatte und so. Deswegen kann es komplett aus. Brauche ich nicht. Deswegen machen wir natürlich andere Sachen. Und zwar, ich habe auch schon Videos zu Umeros gemacht, die kommen noch woanders verteilt. Und dann habe ich mir ja hier noch so ein Vierer-Set geholt. Meine Steckdosen von Kabel direkt habe ich hier schon dran. So. Alexa-Steckdosen, die kommen auch ran. So. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo hier was ist und wo hier was endet und wo was nicht endet. So, ich hole euch erstmal so ein Stück rum. So, wir müssen dann nämlich, bevor wir jetzt hier wirklich anfangen, natürlich erstmal Sachen wegmachen. Und zwar alles, was ich jetzt hier provisorisch angeschlossen habe. Damit wir hier wirklich auf den grünen Nenner kommen. Achso, das kommt auch wieder ran, mein 1 zu 2 oder 2 zu 1, je nachdem, was ich brauche. Der zweite ist hier dran. Ach, die Kamera muss ich noch rausnehmen. Die Kamera machen wir zum Schluss. Wobei ich auch am Überlegen bin, die passt nicht. Warte mal, müssen wir mal gucken. Die passt von der Kabellänge halt nicht, dass ich die durch einen Kabelkanal mache, glaube ich. Wenn ich die jetzt hier habe. Ja. So, geht bis hier runter. Na, könnte, wenn die PlayStation hier stehen würde, auf der Seite,
Würde das funktionieren? Ich denke mal, ich werde die PlayStation auch umstellen, dass die auf der Seite steht. Denke ich mal ganz stark. Spare ich Leitungsweg und alles andere auch. Gut, die kommt zum Schluss ran. So. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir hier sind. Das war ein Akt, Leute, sage ich euch. Das alles anzuschließen hier. Also abzubauen. So. Und ich habe ja, wie gesagt, provisorisch alles angeschlossen. Ich habe ja zwei Verlängerungskabel mir gelegt, weil ich habe auf der Wandseite zu wenig Strom. Und habe mir zwei gelegt und habe hier eine geile Steckdose gefunden, die halt zwei Stecker hat, wo ich zweimal einen Sechser ranmachen kann. Da passt bitte aber auch auf, wie viele Geräte ihr ranmacht, damit ihr nicht zu viele ranmacht mit zu viel Volt oder Ampere. Weil das kann nach hinten losgehen. Das ist nicht gut. Ihr müsst halt bei jedem Gerät steht halt hinten eine Volt oder und eine Amperezahl drauf, wie viel das Gerät wirklich zieht. Und da müsst ihr dann ausrechnen, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel hier so an eine Steckdose, so eine Steckdose macht mit einem Zweier, wo man zwei Geräte anschließen kann und dann halt ein Dreier oder ein Sechser. Dann müsst ihr, oder nehmen wir mal zwei Sechser, hier ein Sechser, hier ein Sechser. Und dann müsst ihr die Geräte zusammenzählen, auf wie viel Volt und Ampere ihr kommt. Das steht auch hier drauf, Max, hier. Der kann maximal 3680 Watt. Ja, aber dann müsst ihr halt auch auf die Steckdosen achten. Hier 16 Ampere, 250 Volt. Und dann müsst ihr halt gucken, was eure Steckdosen, Altbau, Neubau, wie die belastbar sind und was der kann. Also sagen wir mal, der reicht für 100 Ampere. Und ihr macht hier zwei Sechser ran. Und auf jedem macht ihr 100 Ampere. Zu viel. Aber kann der 100? Und habt ihr 50 auf der und 50 auf der Seite oder 50 und 25, seid ihr noch im grünen Bereich und ihr habt nichts zu befürchten. Also da müsst ihr wirklich aufpassen. So. Uiuiuiui. Dann haben wir einmal einen Stecker. Ich ziehe jetzt hier auch einfach mal alles ab. Wir fangen komplett von Null an. So. Oh Gott, scheiße, die hatte ich ja schon angeschlossen. So. Hier haben wir eine, was ist denn hier dran? Ach, die Festplatte. Die Festplatte und die PlayStation. So, haben wir eine schwarze. Da werde ich wahrscheinlich eine kleinere nehmen und die gute von Kabel direkt mir bei der Couch hinmachen. Erkläre ich euch später auch alles, warum, weshalb und so. So, dann nehmen wir das mal ab. Rein theoretisch müsst ihr nicht alles abklemmen, aber ihr könnt auch hin und her machen. Aber ich persönlich finde es schöner, wenn ich was neu verkabel, erstmal alles komplett ab. Sich einen Plan machen, wie man wo was anschließt. Das habe ich schon im Kopf gemacht, dass man das wirklich von neuem super machen kann. So. Strom haben wir hier. So, weil bei der PlayStation. So, bei der PlayStation. Da muss ich keinen guten Verteiler nehmen. Da reicht mir ein älterer Verteiler aus, der halt nur Dreier hat. Nehme ich auch einen schwarzen. So, dann nehme ich einen ganz stinknormalen schwarzen Dreierverteiler, weil da brauche ich kein USB oder so. Das habe ich lieber an der Couch. Und der Dreier reicht aus, weil einmal die PlayStation, die Festplatte. Und beim dritten der HDMI-Verteiler. Wenn ich will mir noch einen holen, wieder der 1 auf 2 macht, gleichzeitig das ausgibt, um ein bisschen was zu sparen, also an Kabellänge und so, dann kann ich das hier machen. Ja?
So. So, das Fire TV hatten wir ja auch schon angeschlossen. Den können wir auch erstmal wieder abschließen. So. HDMI. So. Also einige kann ich aber auch nicht abschließen, die sind schon im Kabelkanal. Und hier seht ihr auch einen von den guten. Also falls Fire TV mal mehr als 60 Hertz überträgt, bin ich gewappnet. So, das werde ich mir mal kurz so ein bisschen einrollen, damit ich nicht drauf trete oder irgendwas dergleichen. So, hier ist der andere. Das ist der von der PlayStation. So. So, da haben wir dann praktisch hier nochmal einen von den 8K HDMI-Kabeln, der an einem Verteiler ist von der PlayStation. Und das ist hier der Kabel, den ich jetzt erstmal provisorisch gemacht habe. Das ist mein 10-Meter-Kabel. Ist für 4K eigentlich nicht so optimal. Aber nichtsdestotrotz, es funktioniert notdürftig, aber ich weiß nicht wohin mit dem Kabel. Wenn ich den 10 Meter jetzt lege, da 2 Meter irgendwie verstecken oder so, das klappt nicht. Deswegen kommt der dann weg. So, den können wir auch hier über einen Kratzbaum rüberschmeißen. So, hier haben wir den anderen Switch. So, dann brauchen wir die. Das ist der. Ach so, das ist ditte. Das müssen wir gucken. Das müssen wir dann anders machen. So. Das ist der Fire TV Cube. Weil ihr müsst wirklich dann. Also kann ich euch wirklich nur einen Tipp geben, bevor ihr das macht. Obwohl mir auch, muss ich sagen, immer wieder beim Verkabeln gute Ideen kommen, wo ich dann sage, Mensch, warum hast du nicht gleich daran gedacht? So. So, wo haben wir es? Das ist der, achso, das ist der USB-Verlängerer. Ach, Mausü. Hier ist mein optischer. Den werde ich wahrscheinlich auch nochmal irgendwann hinter einem kleinen Kabelschacht verstecken, aber ich habe keinen Kleber mehr. Das ist auch von Kabel direkt, der optische Kabel. Den will ich dann halt hier noch einen Kabelschacht dran machen, demnächst irgendwann, dass der auch versteckt ist. So, den legen wir erstmal hier oben rüber. So, dann haben wir hier noch eine Uhr. Hoppala. Ich bin auch am Überlegen, vielleicht hole ich mir mal so eine Alexa-Uhr oder so und mache die dann da oben hin. Aber ich hätte, wenn gerne eine Digitaluhr. Ich mag diese Rundzifferuhren nicht. So. So, dann haben wir hier nochmal ein 8K HDMI-Kabel. So, vielleicht machen wir nachher doch noch die PC-Ecke gleich mit 8K. So, und hier, weil wie ich auf Kabel direkt überhaupt gekommen bin, kann ich euch auch erklären. Wartet. So. So, und zwar, ich hatte mir DreamScreen geholt, 4K-Version. Seht ihr das? Ja, ihr seht's. Und die werden von Haus aus mit Kabel-Direkt-Kabeln ausgeliefert. Also die nehmen nur Kabel-Direkt-Kabel, weil die halt sehr gut sind. Und da bin ich auf Kabel-Direkt das erste Mal gestoßen. Und dann hatte ich mir auch noch Kabel nachträglich geholt. Also nicht diese hier, die gab es damals da noch nicht. Die blauen, also die schwarz mit blau, dicken Blau. Ach, da war ja noch das Ladegerät. So, das Ladegerät. Da muss ich mir mal einen neuen USB daran machen. So, jetzt sind wir auch gleich fertig. So. Kann da hin.
So, dann haben wir hier noch ein LAN-Kabel. Das ist der LAN-Kabel, was ich euch gesagt habe, was halt praktisch aus dem Kabelkanal rauskommt. Das zeige ich euch gleich aber auch noch mal ganz deutlich. Und, hoppala, hier haben wir noch einen, der kommt auch aus dem Kabelkanal. Das ist, ich habe hier so einen Samsung-Fernseher und der hat so eine Box. Ja? Und das, da kommt praktisch nur der Stromkabel da raus. Der LAN-Kabel ist am Fernseher und der dicke. Und der dicke geht halt hier in die Box und hier habe ich meine 4 HDMI und meine 4 Anschlussmöglichkeiten für normale Antenne, Kabel, SAT. Also da kommt der SAT-Anschluss auch wieder ran. Zweimal HDMI, zweimal USB habe ich hier dran. Das ist USB 2.0. Reicht aber für eine Tastatur aus. Hier steht auch HDD. 5V1A, also für eine HDD reicht das auch aus. Und dann habe ich oben, weiß ich jetzt nicht auf Anhieb, was ich da für ein Dings drin habe. Für ein, sag schon, für ein USB. Ich glaube, das müsste aber oben in 3.0 sein. Oh, was ist denn hier? So, dann habe ich hier noch mein optischen Verteiler. So. Und zwar der hier. Der macht mir ein optisches Signal auf 2. Das heißt, ich kann halt den optischen, den ich von der Box hier, hier ist nämlich auch ein optischer Anschluss, was vom Fernseher kommt, zur Soundbar machen, aber auch gleichzeitig zur 5.1 oder was weiß ich. Da sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Dann habe ich hier noch mein Anchor X, mein Android Receiver. Den kann ich dann endlich auch wieder benutzen. So. Und schon haben wir alles abgeschlossen. So, das nächste Gerät kommt dahin. So, dann haben wir hier nochmal eine schwarze. Ich habe 2 schwarze, 2 weiße von Kabel Direkt. Die andere weiße, die ist jetzt am PC. Die muss ich dann nachher noch abmachen. So. Und dann haben wir hier noch den Blu-ray-Player, also den 4K-Player. Der kann auch hier drinnen bleiben, der soll auch da drinnen bleiben. Der hat einen Stromanschluss, der kommt hier zur Seite. So. Ach, die Katze mit ihrem Spielzeug. Jetzt werde ich euch mal kurz ein bisschen ranzoomen, damit ihr das besser seht. So, also, hier ist die weiße Steckdose, die ist jetzt nicht, so, ich mache das mal kurz ein Stück weg, wir müssen da sowieso nachher ran, die ist jetzt nicht wirklich lang, also ich habe da nicht wirklich viel Spiel, weil der Fernsehkabel, der Stromkabel vom Fernseher sehr lang, sehr kurz ist. So, dann kann ich euch gleich mal zeigen, was hier alles rauskommt. Ach, ich schließe den jetzt einfach mal ab. Dann kann ich euch das besser zeigen. So. So, ich mache das mal alles hier so ein bisschen zur Seite, dass ihr das ein bisschen besser sehen könnt, was hier woher kommt und warum und weshalb. Dann kann ich euch das nämlich besser zeigen. So. So. Okay. So, wir fangen an mit dem. Also aus diesem Kabelschacht kommt einmal ein USB-Verlängerungskabel. Das ist dieser hier. So, einmal USB-Verlängerungskabel. Als nächstes kommt dann halt hier der Stromkabel, der ist wirklich nicht länger. Der ist wirklich nur so ein Stück, was mir dann noch übrig bleibt. Dann haben wir hier einmal einen, ach, da seht ihr das nicht, einen Stromkabel. Das erzähle ich euch gleich, wofür der ist. So, und hier nochmal ein Stromkabel. Wartet, so. So. Und zwar sind diese beiden Stromkabel fürs Ambilight. Nee, Quatsch. Quatsch, bin ich doof.
Quatsch, bin ich doof. Einmal kriegt das Ambilight Strom über diesen kleinen Kabel, der hier ist, wo auch nicht viel Platz ist. Hier ist halt einmal vom Ambilight. Ne, das ist, glaube ich, nicht der vom Ambilight. Doch, der kürzere. Der ist vom Ambilight. Das ist alles beides Ambilight. Einmal die LED. Dieser kleine blaue hier, das ist vom LED. Da geht das LED-Signal und Strom durch. Und der ist für einen extra Trafo, der hinten dran ist, oder Stromkabel, der hinten dran ist, um die LED nochmal extra mit Strom zu versorgen. So, und der lange Stromkabel, den wir noch haben, der ist von der Soundbar. So war das. Die habe ich nämlich hier. Der geht hier, wartet, ich zoome euch mal raus. So. Der geht nämlich hier, oben kommt der raus. Den habe ich dann so ein bisschen rumgelegt, dass er hier hinter der Soundbar ist. Also hier geht er hier hinter und kommt hier raus. Da sieht man minimal was. Und dann geht er hier rein in den Kabelkanal. So. Und dann halt der LAN-Kabel. Dass der Fernseher halt auch wirklich ein vernünftiges Internetsignal hat, ohne Abbrüche. Und dann logischerweise noch die Box, wo ich alles anschließen werde. So. Das Wichtigste ist für mich, dass ich nicht alles auf Verteiler setzen werde. So, also Quatsch, Verteiler. Dass ich nicht alles auf Alexa machen werde für An- und Ausschalten. Weil der Fernseher... So, also Fernseher, die zwei Stromstecker, der Stromstecker vom Ambilight, die Uhr, was waren da noch? Ja, das soll halt auf Dauerstrom, ach und Fire TV Cube. Die vier Sachen sollen auf Dauerstrom sein, damit die immer mit Strom versorgt sind, weil der Samsung Support mir damals gesagt hat, weil ich immer, wenn ich angemacht habe, hat er gesagt, ach, ich habe eine Playstation erkannt. Ach, ich habe eine Playstation erkannt. Und da hat Samsung mir gesagt, der muss ständig im Strom sein, damit der sich das nicht ausprogrammiert, weil wenn der sich das ausprogrammiert, dann, also wenn der lange vom Strom ist, reicht eine Nacht, dann fängt er wieder von vorne an und dann erkennt er jedes Gerät wieder aufs Neue. Das ist halt doof. Das wollen wir nicht. So. Wartet mal, ich habe eine Idee. Ich weiß aber nicht, ob die Idee gerade so pralle ist und ob das so gut klappt. Vielleicht brauche ich den Kabelschacht ja gar nicht mal aufmachen. Weil der ist ziemlich breit. Ja, das könnte klappen. Also ich bin gerade am Schieben. Er geht gut durch. Oder auch nicht. Jetzt hört er schon auf. Okay. Er geht halt leider nicht durch. Ach, ich habe mein USB von meinem Fire TV gefunden. Der erweiterte Speicher. So, da würde ich euch jetzt denn doch mal lieber ein Stück zurückstellen. So. Und dann könnt ihr zugucken. Ich werde aber das Mikrofon in der Zeit abmachen, weil ich jetzt ein bisschen hin und her wudeln werde. Ich werde mal so machen. Ich werde den HDMI doch schon verlegen.
Uiuiui. So, weg. So. So, ich habe mir jetzt auch mal vom PC die weiße Steckdosenleiste geholt. Vom Kabel direkt. So. Ich werde jetzt erstmal das verbinden, was hier sowieso rauskommt und das, was auf Dauerstrom ist. So. Achso, ich musste die Steckdose erstmal anmachen. Wobei ich am Überlegen bin, ob ich das vielleicht doch über Alexa auch steuere. So. Nee, das ist die Soundbar, sag ich ja. Der längere ist die Soundbar. So. Dann. Das ist der USB-Verteilerkabel, den machen wir dahin. Das ist der Strom. Vom TV. Der ist erstmal wichtig. Den brauchen wir. Dann ist das der TV-Strom vom Ambilight. Das ist auch wichtig. So. Das kommt nämlich auf eine andere Steckdose. So. Und das kann auch hier erstmal zur Seite gepackt werden. So. Dann haben wir das schon mal. Das ist halt Dauerstrom. Das haben wir. Da ist auch nicht viel dran. So, und da fehlt noch. Sehe ich wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht? Ach hier. Obwohl, nee, das mache ich nicht auf Dauerstrom. So, das Ambilight mache ich auf eine andere Steckdose. So. Das ist das Ambilight. Das machen wir nämlich dann an, wenn die Soundbar an ist. Und dafür nehmen wir eine schwarze Steckdose.
dass wir das ein bisschen besser trennen können. So, dann nehmen wir das Ambilight an sich. Dann den Stromkabel vom Ambilight, der von oben kommt. Das ist der kurze. Die Soundbar. Zack. Ach so, ja. Der müsste auch mal an Strom angeschlossen werden. Gut, passt. So. Das ist nämlich jetzt ein bisschen anders als früher. Früher hatte ich ein bisschen mehr Platz, da hatte ich den Kabelkanal nicht. Da sind die Kabel so ein bisschen runtergegangen oder hinter der Soundbar. Da hatte ich wesentlich mehr Kabellänge zur Verfügung und konnte das alles ein bisschen besser machen. Deswegen muss ich hier ein bisschen anders aufbauen. So. Und zwar haben wir hier jetzt schon mal das vom Ambilight. Das kann hier schon mal rein auf den rechten HTX auf 1 oder wartet auf 2. So. Dann haben wir das auch dran. Dann läuft das hier schon mal ganz gut. Aber wir müssen mal gucken. Ich habe hier ziemlich viel Steckdosen, ziemlich viel Kabel über. Das werde ich hier noch kleiner machen. Weil das ist nämlich blöde. Wenn man hinten so viele Kabel hat und man nicht weiß, wo diese Kabel hingehören und ewig lang suchen muss. So. So haben wir das jetzt angeschlossen. Haben auch hier noch Stecker frei. Das war das vom Kabel auch. Damit wir das ein bisschen verstecken können. So, wir können ja noch eh mal so ein bisschen dazu nehmen und hier auch noch mal so ein bisschen. So. Und dann nehmen wir uns hier so ein Klettband und machen das einfach mal so ein bisschen rum. Das brauche ich ein längeres. So. So. Dann ist das halt hier ein bisschen so zusammen. Und wir haben dann halt nicht so einen langen Kabelsalat. So, die Soundbar kann ruhig länger bleiben. So, wir müssen hier nur den Stromkabel rüberlegen. So, das rüberlegen. Das so. So, bum, bum, bum. Ich werde das mal hier so ein bisschen über die Soundbar legen, weil der LED-Kabel ein bisschen dünn ist und da habe ich eher Angst, dass der mir ein bisschen kaputt geht, wenn ich hier die ganze Zeit damit hin und her mache. So, dann haben wir das dran. Also das LED, also das Ambilight, der zusätzliche Strom für das Ambilight und die Soundbar. Haben wir dran. Da fehlt aber noch mein. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es denn? Da. Meine Gigagate. So. Die muss auch an Strom. Zack. Die Gigagate. Das ist halt. Ja, ein Verteiler. Ein LAN-Verteiler, auf Deutsch gesagt. Für vier und also fünf Geräte. Das fünfte ist ein Gigabit-Port. Ja. Und das ist praktisch, das ist der Satellit. Die Basisstation steht bei der Fritzbox und die funken mit einer 5 Gigahertz-Verbindung, mit einer verschlüsselten Verbindung. Sehr schnell, sehr präzise, sehr geil. Also ich habe kaum Verluste. Und
Ja, weil die meisten Geräte halt nur 2,4 GHz haben. Das ist auf die Entfernung ein bisschen doof, kann abbrechen. Hiermit habe ich immer eine konstante Verbindung ohne irgendwelche Probleme. Da ist selbst die PlayStation 4 dran, damit sie runter lade ich runter. Alle drum und dran. Also ich habe da keine Probleme. Da weiß ich noch nicht, wie lang das sein soll. So. So, dann brauchen wir jetzt eine Steckdose. Eine Steckdose. Die kann man auch separat an- und ausschalten. Die hat hier oben einen An- und Ausschalter. Wir brauchen die aber nicht. Deswegen habe ich jetzt mit Weiß und Schwarz gemacht. Dann kann man das besser auseinanderhalten. Wir machen die einfach ran. Und dann machen wir das ran. So. An- und aus geht. Wo habe ich mein Handy jetzt hingemacht? So, jetzt müssen wir gucken, weil lieber gleich alles von Anfang an richtig machen. Wo sind sie denn hin? Smart Home. So, Steckdose. So, das ist Steckdose 4. Gut, die können wir anlassen und dann können wir die auch umbenennen. Von Steckdose 4 in TV-Steckdose. TV-Steckdose. So, haben wir. Lokalisation ist im Wohnzimmer. Bleibt auch dabei. So. Dann gucken wir mal bei Alexa nach. Und zwar Geräte. Oh, warte mal. Geräte. TV-Steckdose. TV-Steckdose an. TV-Steckdose aus. Hat er auch gleich erkannt, ohne Probleme. Super. TV-Steckdose an. Super. Das ist nur, dass ich es erstmal pro forma weiß. Ich bin nur noch am Überlegen, wie ich das alles nennen werde. So. Dann haben wir hier, und jetzt haben wir hier auch nur noch einen einzigen Stecker frei. Und das sind alles wirklich nur kleine Geräte. Wie gesagt, an diesem einen, also ich habe es ausgeschalten, so, an diesem einen hängen zwei Sechser dran. Und die Gigagate frisst nicht viel. Die LEDs, die fressen auch nicht viel. Die Soundbar, ein bisschen was mehr. Der Fernseher. Und das war's schon. Mehr ist da ja nicht. Und also da kommt ja jetzt noch die Uhr und so ran und Fire TV. Das sind alles, das hatte ich, irgendwo habe ich auch eine Liste, wie viel Watt frisst. Und da hatte ich mir das ausgerechnet, wie ich das am besten klemmen kann. So. Dafür brauchen wir jetzt erstmal den Fire TV Cube. Da ist der Stromkabel nicht so lang. Da müssen wir dann gucken, wie wir den dann am besten verlegen. So. Haben wir den. So. Dann fehlt uns noch für Dauerstrom die Uhr. So. Da geht der Platz ein bisschen flöten. So.
Die Uhr haben wir auch. So, Fernseh, Fire TV und die Uhr auf Dauerstrom. Das reicht vollkommen aus. Upsala. So, das reicht vollkommen aus. Mehr brauche ich da auch nicht auf Strom haben. Da bin ich aber gerade am Überlegen, dann brauche ich da für die drei Geräte, brauche ich doch nicht meine gute Steckdose nehmen. Da kann ich auch eine ältere nehmen. Da kann ich auch eine ältere nehmen und das ein bisschen umverteilen, damit das mit den Geräten und den Steckern passt. So. Seht ihr, so eine Ideen kommen mir dann halt währenddessen. So. Und dadurch brauche ich die gute nicht nehmen. Weil ich habe noch mehr als genug Platz, wo Steckdosen hin müssen, damit hier alles dann wirklich so aussieht und so ist, wie ich das gerne hätte. So. Dann haben wir das auf Dauerstrom. So, das haben wir auch. Dann haben wir den ersten nämlich schon komplett fertig. Rein nur Strom, logischerweise. Und den Blu-ray Player weiß ich noch nicht, wie ich den anklemmen werde. Bin ich ehrlich, das habe ich noch keine Ahnung, wo ich den hinmachen werde. So, ach, ich habe noch eins vergessen. Meinen optischen Verteiler, aber der braucht ja auch nur an sein, wenn, logischerweise, wenn die Soundbar an ist. Wenn die Soundbar aus ist, braucht der optische Verteiler auch nicht an sein. So, dann haben wir das auch. So, hier habe ich auch dann noch zusätzlich USB, wo ich dann halt auch noch eine Controller-Ladestation oder irgendwas dran machen kann. Die habe ich ja hier. Die kommt dann, ich weiß es noch nicht, ob ich sie hier ran mache oder oben am Schreibtisch, wo ich ja dann zocke, weil da habe ich jetzt mehr Platz, dass ich hier ein bisschen mehr, und weil die kleine ruppte Teil nämlich immer runter. So. Dann haben wir das. Das sind die ersten Geräte, die wir jetzt anschließen können. Uns fehlt aber noch was. Hoppala. So, da ist der HDMI. Bevor wir das nämlich ranziehen, ich muss mal gucken. Ich muss. So, hier haben wir denn den Kabel. Den muss ich dann nämlich hier erstmal oben rauflegen. So. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Eigentlich wäre das Blödsinn, wenn ich das jetzt nicht gleich anschließen würde. Egal. So, dann haben wir noch eine Steckdosenleiste. Beziehungsweise einen Zweierstecker. Den machen wir dann gleich mal ran. Und auf einer Seite kommt halt ein Dreier ran. Und dann muss ich in der App mal gucken. So, nochmal zurück. Steckdose 3 ist das.
Die können wir jetzt umbenennen. Und die nennen wir einfach PlayStation. So, Steckdose steht schon da. Alexa, PlayStation Steckdose an. Funktioniert. Gut, dann haben wir das nämlich auch schon. Den werde ich, muss das mal aber alles hier nochmal ein bisschen entwirren. So, kann der nämlich hier rüber, der Kabel. Das eine drehte weg. So, zack. Und dann haben wir nämlich hier schon mal eine PlayStation-Steckdose. Und da ist jetzt wirklich nur ein Dreierverteiler dran. Mehr brauche ich da auch auf der PlayStation-Steckdose nicht. Und zwar kommt dort die PlayStation ran, die ich dann, wenn ich das hier ranschiebe, natürlich auf die Seite machen werde. Das geht jetzt rein nur erstmal darum, dass alles angeschlossen ist. So, und die HDMI-Kabel mache ich nämlich dann zum Schluss, wenn ich das alle dran geschoben habe. Die PlayStation mit Strom versorgt. So, dann haben wir hier die 8 TB Festplatte von der PlayStation. Die legen wir mal hier einfach so an der Seite hin. So. Nochmal so. Das ist der Stromkabel davon. So, die kommt hier erstmal ran. Zack. Und schon habe ich auch schon den Dreier belegt. Ich kann nicht durch umstecken, wenn ich das hier rüber mache und den habe ich noch mehr Platz. Aber momentan reicht sie erstmal aus. So, und den USB-Kabel, den machen wir mal zusammen, dass hier keiner rauftritt oder ähnliches. So. Jetzt haben wir das alles angeschlossen. So, ich brauche noch den optischen Verteiler, der ist hier. Output 1. So. Damit ist das hier schon mal angeschlossen. Und dann kann ich den optischen Verteiler nämlich hier oben rauflegen. Das bleibt, braucht da keine Sorge haben, das bleibt hier natürlich nicht liegen. Das soll auch nicht da bleiben. Das ist einfach nur, dass der Kabel mir nicht runterhängt und dass ich den irgendwie woanders mit reinknote oder sonst irgendwas dergleichen. So, das kann ich denn hier lang machen. Auch nicht, dass es da bleibt, einfach nur, damit es mir hier nicht in der Latichte rumwuchtelt. So, und zwar, oder den können wir jetzt, den können wir später anschließen. Den brauchen wir jetzt ja noch nicht. So, dann machen wir das lieber so. Dann haben wir fast alles angeschlossen. Uns fehlt jetzt natürlich nur noch der Blu-ray-Player und die Switch. Also der 4K Blu-ray-Player. Ja? Die werde ich wahrscheinlich zusammenschließen. Die werde ich wahrscheinlich an eine Dreiersteckdose machen. So, dann habe ich genug. Dann habe ich sogar noch meine 3 Kabel direkt Steckdosen frei für hinter der Couch und für. Och, das ist super. Das ist richtig geil. Wobei mir gerade eine Idee kommt. Die werde ich ja verstecken. Die Dreier verstecke ich und die schwarze verstecke ich. Denn wenn ich jetzt hier eine hinmache, ich mache mal noch, was habe ich denn hier noch, eine weiße und eine schwarze. Ich mache das mal doch anders. Und zwar
Wer weiß, was ist. Es kommt ja auch noch die Cambridge Audio wieder angeschlossen. Und mit der Steckdose habe ich mehr Vorteile, wenn ich die nehme. Da habe ich nämlich USB und ich habe 6 Steckdosen. So, jetzt brauchen wir aber erstmal das. Und das schließen wir dann natürlich hier an. Zack. Und dann müssen wir mal in der App gucken, wie die heißt, welche das ist. Das ist die Steckdose 2. Ground ist immer noch grün, wenn ich die ausmache. Wird ein bisschen schwächer, na mal gucken, vielleicht ist nur Restspannung. Aber wie nenne ich denn die? Die werde ich nennen... TV. Ich nenne die jetzt einfach TV-Steckdose 2. Da haben wir nämlich PlayStation als einzelne Steckdose. TV. TV ist alles, was ich brauche. Also Ambilight und die Gigagate. Also hier, wo ist er? Da, die Gigagate für Internet und so. Und wenn ich den Fernseher ausmache, die Gigagate brauche ich ja trotzdem für die PlayStation und das Ambilight und die Soundbar, wenn die ein bisschen im Dingsmodus sind, dann im Standby-Modus sind, dann fressen die ja auch nicht allzu viel. Da kann ich dann später vielleicht nochmal umkuddelmuddeln und mir eine Alexa-Steckdose holen, wo ich halt 4 Stück dran habe, wo ich Geräte einzeln anschließen kann, wo ich dann sagen kann, Gigagate an, Gigagate aus und dann geht halt nur die Sache für die Gigagate an. Das kommt aber alles später. So, TV-Steckdose 2 ist okay. Das können wir so lassen. Und dann machen wir dann so den Blu-ray-Player ran. Ich muss mal gucken, wie lang der Stromkabel von der Switch überhaupt ist. Nicht ganz. Das reicht nicht ganz. Scheiße, ich habe keine schwarze mehr. Da oben wäre eine schwarze ganz gut. Aber ich habe keine schwarze mehr. Naja, die muss ich dann später mal austauschen. Ich habe nämlich nur noch meine alten Steckdosen. Und da sind halt welche mit bei, die halt schon wirklich ein paar Jahre auf dem Buckel haben und nicht mehr so optimal toll aussehen.
Muss ich jetzt mal so sagen. Wenn er versteht, was ich meine. Die Steckdosen, die ich früher genutzt hatte, wo ich noch geraucht hatte, die habe ich ja schon alle aussortiert, weil ekelhaft ist. So, müssen wir mal gucken, wie weit wir damit hinkommen. So, wartet mal. Ich muss mal so machen. So, jetzt bin ich fertig. Jetzt müssten eigentlich auch... Nee? Mein Receiver hatte ich vergessen. So, und zwar deswegen TV-Steckdose 2. Hoppala. Ich sehe gerade, ihr seht gar nichts. Ah. So, deswegen TV-Steckdose 2. Das werde ich dann doch mal anders machen, weil der Blu-ray-Player muss dann nicht an sein und müssen wir gucken. Wenn die Gigagate an ist, also für Internet und das Ambilight und ich Fernseh gucken will, also beziehungsweise Fire TV, muss mein Receiver nicht laufen, wenn ich ihn nicht benutzen will. Den brauche ich, wenn ich Receiver nutze. Und deswegen schalte ich den separat später dazu. Und ich bin nur am Überlegen, wie ich das jetzt hier am besten mache. So. Okay, funktioniert. Jetzt muss ich nur überlegen, wie ich das jetzt am besten mache. Das sind drei Geräte, die nicht zusammenlaufen müssen. Ich kann die ja erstmal zusammen dran lassen. Und später mir was Besseres einfallen lassen. Dann läuft über TV-Switch, wenn ich es mal an- und ausmachen muss. Also wenn ich es mal laden muss. Ich habe auch noch hinten noch andere von Devolo und so habe ich ja auch noch Verteiler. Die ich auch, also so eine hier, die ich zwei Stück, die ich nutzen kann. Könnte man rein theoretisch, die wollte ich eigentlich für den PC-Bereich nehmen, Zweier. Jetzt ist guter Rat teuer. Wie mache ich das jetzt am besten? So. Da brauche ich wirklich... eine andere. B.
Da brauche ich eine andere Steckdose. Jetzt lasst mich mal kurz überlegen. Ich wollte eigentlich die da oben hinbauen. Ja. Jetzt? Dann komme ich. Bitte. Tudu. So, ist Zeit, die Kleine fertig zu machen. Jetzt muss ich hier leider unterbrechen. Ist aber auch ganz gut, dass ich es unterbrechen muss. Vielleicht bekomme ich ja noch eine coole Idee, an die ich jetzt so noch gar nicht gedacht habe. Weil ich habe wirklich hier alle, bin ich mir im Kopf alle haarklein durchgegangen. Das Einzige, was ich vergessen hatte, war der Blu-ray-Player, die Switch und die Anko-X. Da hatte ich dann nicht so dran gedacht. Aber egal, kriegen wir hin. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin. Also, ich mache hier einfach einen Cut. Ich mache hier einfach einen Cut und dann geht es ja sowieso weiter. Boah, da geht es auch schon weiter. Und ich hatte ganz vergessen, ich habe doch eine smarte Steckdosenleiste. Die wurde mir von Meros zur Verfügung gestellt. Die wollte ich ja einbauen. Die wollte ich eigentlich hinter der Couch machen. Aber da muss ich halt nicht Steckdosen einzeln irgendwie an- und ausschalten können und da jetzt auch nicht. PC sitze ich direkt davor, wollte ich dann eigentlich da haben, wegen den vier USB. Aber nein, ich werde die jetzt nehmen. So, werde die jetzt, wartet mal. Oh, ich muss mal euch runterkurbeln. So, na komm. So, werde die jetzt hier anschließen. Das hat jetzt mehrere Vorteile, die werde ich euch gleich zeigen. So, einmal spare ich mir eine große. Ich mache die jetzt hier hin. Wie gesagt, wir sind jetzt gerade noch immer noch beim Strom. Wir sind noch nicht mal beim HDMI anschließen. So, wo sind wir? So, und TV-Steckdose kann ich mir jetzt klemmen. Brauche ich nicht. Die können wir wegpacken. Können wir woanders hinmachen, weil wir haben jetzt die hier. Und da hatte ich Videos gemacht, die sind, wie gesagt, auch gerade am Rendern. So. Da muss ich jetzt aber erstmal in die Meros-App gehen. So, und da habe ich jetzt den Dreierverteiler. Und den wollen wir jetzt umbenennen. Von Wohnzimmersteckdosenleiste. Obwohl, wir können ja Wohnzimmersteckdosenleiste lassen. Obwohl, wie haben wir das andere genannt? Alexa? TV-Steckdose an. Alexa, TV-Steckdose aus. Wie wird das funktioniert? Dann nennen wir das TV-Steckdose 2. So, das nennen wir nämlich jetzt TV-Steckdose 2. Und jetzt haben wir nämlich noch den USB, den wir separat benennen können. Brauchen wir nicht. Wir haben auch Switch 1, Switch 2. Jetzt müssen wir gucken, was hier was ist. So, das ist Switch 1. Gut, da fangen wir an. Also von oben nach unten. So, und da können wir nämlich jetzt hier die ganze Steckdose heißt TV-Steckdose 2 und die einzelnen Steckdosen können wir uns jetzt separat an- und ausschalten. Und zwar nennen wir dann die Nummer 1 einfach, nehmen wir die 1 weg und nennen sie einfach Switch. Wegen Nintendo Switch. So. Die Nummer 2
Die nennen wir Blu-ray Player. Und die Nummer 3 nennen wir Receiver. So, Receiver hat er jetzt auch gemacht und jetzt gucken wir einfach mal nach. Alexa, Receiver an. Achso, ich muss jetzt erstmal. Ich habe ganz vergessen, da muss ich dann in die Alexa-App und bei Geräten, Geräte hinzufügen. Quatsch, nicht Geräte hinzufügen. Alle Geräte. Neues Gerät hinzufügen, hinzufügen. Steckdosen. Miros. Und Gerät suchen. Jetzt wird er natürlich keine neuen Geräte finden, weil die Geräte, die sind ja schon eingebunden. Ich mache das aber lieber so, dass er nochmal alles vom Meros überprüft und die originale Einstellung vom Meros so übernimmt. Ich könnte es auch in der Alexa-App einstellen. Steckdose 1 soll denn TV sein, Steckdose 2, was weiß ich. Ich mache es aber lieber über die App, die zu dem entsprechenden Produkt gehört, weil dann ist es da und da kann ich es dann auch separat ohne Alexa einfach mal an- und ausschalten. So, keine neuen Geräte gefunden. Okay, Alexa, Switch aus. Alexa, Receiver an. Alexa, Blu-ray Player an. Alexa, Blu-ray Player aus. Alexa, Receiver aus. Alexa, TV-Steckdose 2 aus. Alexa, TV-Steckdose 2 an. Alexa, TV-Steckdose 2 aus. Gut. Kann ich alle mit Mal anmachen oder halt einzeln? Natürlich will ich sie einzeln anmachen, ist ja logisch. So. Zack. Den Receiver mache ich mir nämlich dann hier mit hin. So. Und dann sind wir jetzt auch fast fertig. Wir müssen jetzt nur die HDMI-Kabel machen. Ich muss mal gucken, was sagt die Uhr. 19 Uhr, eine Stunde noch, dann streame ich. Ich würde jetzt gerne noch den SAT-Kabel verlegen. Dafür mache ich mal aus, weil die muss ich hier rummachen und das geht auf den Akku und da seht ihr mich halt auch nur hier hinter der Rohre hier durchschieben. Das ist auch eher langweilig. Na, scheiße, ja. Nehme ich doch auf. Also wie gesagt, hier ist mein Tisch. Da ganz hinten in der Ecke ist der SAT-Kabel, also die Dose unten unter der Heizung. Total geil angebracht und der Kabel muss jetzt einmal hier lang. Da lang und da lang. So. Thank you.
Eieieiei. Verfickte Scheiße. Thank you.
Oh, Scheiße. So, angeschlossen. Ich habe nämlich ein Stück Kabelschacht da unten dran. Das haben die gemacht, wo sie die Satellitenanlage auf Dach gebaut hatten, also der Vermieter. Und da konnte ich das jetzt zur Hälfte mit drin legen. So. Fuck. Können wir eigentlich hier hoch raus machen? Brauchen wir nicht mehr. Scheiße, ist ja alles so verlegt hier. So. Scheiße. Habe ich einen Fehler gemacht. Aber ich ziehe jetzt das Stück nicht nochmal extra raus. Das war zu viel Arbeit. Ich habe hier nämlich so Zwischenstücke drin, die ich nicht verschieben kann. Und da muss der Kabel ja drumherum, damit ich das, was ich jetzt habe, also diese Abdeckung, wieder rauf machen kann, weil ich ja nicht diese. Ich will ja nicht, dass man die ganze Zeit die Rohre sieht. Das ist ja auch Kacke. Daran hatte ich jetzt eben gar nicht gedacht. Weil wenn ich jetzt hier schon alles wieder neu machen muss und so, habe ich mir geschworen, dann richtig. Ohne Kabelwirrwarr, ohne Kabelsalat. Och, nicht doch. Ach doch, gut, gut. Thank you.
ist es. Ja. Also, ich hab Lautsprecher noch nicht an jetzt. Hallo? Ja, hi. Hi. Na, alles gut? Ja, ich bin am Verkabeln. Achso, machst du gerade Video? Ja, ich mach gerade, ja auch und versuche den Kabel hier durchzukriegen. Lass los. Okay, hier ruhig schwer. War was nochmal wichtig? Nö, ich hatte mich nur gewundert, dass du nicht die Kabel hast. Achso, und ja, ich war unterwegs und dann Videos gemacht, Videos bearbeitet und ja, dann die ganze Zeit hier voll in Action. Ja, ja, ist okay. Bist du nachher beim Hangout mit bei? Ja, ich bin ja auf Arbeit diesbezüglich, also ich werde nachher im Chat drin sein. Ah, ja, ich muss mal gucken, ob ich es rechtzeitig überhaupt schaffe. Ja, schauen wir mal. Ja, wird schon alle klappen. Ja. So, bin ja auch bald fertig, hoffe ich. Na dann. Ja. Ich habe ja gerade mal den Strom gemacht. Die HDMI-Kabel sind ja noch nicht angeklemmt. Aber das ist das kleinste Problem. Ja, mach halt mehrere Videos raus. Richtig. Nee, ich mache ein langes und dann halt wieder Zeitsprung hier. Ja. Na dann. Geht. Dann ich mal bis später. Jo, wir können ja nach dem Hangout telefonieren. Ja, können wir mal. Ich bin hier in Spätschicht. Okay. Gut. Ich habe dir übrigens bei WhatsApp ein Bild von einem Setup geschickt. Ja. Ich dir nachher mal ein und sag mir was dazu. Kannst ja im Stream nachher was dazu sagen. Okay, mache ich. Gut, bis dann. Ciao. Bis dann, ciao. So. Scheiße. So, gleich haben wir es geschafft, Leute. Whew.
So, der SAT-Kabel ist jetzt verlegt. Jetzt, ja, hattet mal, jetzt müssen wir so machen, dass ihr das seht. So, jetzt muss ich unter dem PC den Kabel hinten langlegen und in den Kabelschacht rein, damit er da wieder rauskommt. Mensch! Och, was ist denn das? Warum dreht er sich denn immer in eine Richtung ein?
Fertig. Hoppala. Ach so, nee, hier bleibt er ja. Habe ich mich doch ein bisschen vermessen. Nee, ich wollte ja eigentlich um die Tür rum machen. Aber ich hatte keinen Kleber und keinen Kabelschacht mehr. Deswegen habe ich das jetzt dahinter verlegt, weil das ist ein bisschen knapp und wegen den Heizrohren. Ich wollte das eigentlich oben lang legen. Deswegen. Ja, kommt vielleicht später nochmal. So. 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 Hoppala. Ist eins aufhören. So. Das legen wir nämlich dann hier hinten. Unter das Lowboard. So, dann fällt da kaum auf. So. Ach. Mit der Antenne bei der Anchor X ist echt ein bisschen bescheuert.
So, haben wir. So, dann können wir die nämlich verlegen. Und wo machen wir ihn hin? Natürlich unter das Lowboard. So. Jetzt haben wir Strom angeschlossen. Jetzt können wir an HDMI gehen und die einzelnen Geräte wirklich miteinander verbinden und so wie es sein soll. Und LAN. So, dann würde ich sagen, fangen wir an mit HDMI. So. Da haben wir es. So, das brauchen wir einmal. So, dann brauchen wir hiervon einen. Und zwei davon. So, jetzt nehme ich mir zwei von den 1,5 Meter 8K Kabeln, also 4K mit 120 Hertz. So, davon schließe ich ein an die PlayStation 4 Pro an. So, haben wir. Einen, das Fire TV machen wir später. So, und dann schließen wir die PS4 an den 1:2 oder 2:1 Konverter an. Den können wir nämlich mit einem Schalter umschalten. So. Davon geht einer, Nummer 1, raus. So. Und der kommt an die HDMI vom Fernseher ran. Und zwar an HDMI 4, weil der ARC hat. So hat mir der Samsung-Mitarbeiter gesagt, das ist wohl der beste HDMI für solche Geräte wie die PS4 Pro und Blu-ray-Player und so. So, dann fehlt uns aber noch eins, und zwar der HDMI, der mit in den Kabelkanal geht und am PC wieder rauskommt. Den müssen wir jetzt natürlich auch anschließen. So, und dann haben wir das angeschlossen. Der Kabel reicht von der Länge hoch. Ich kann sogar noch ein bisschen ziehen, damit ich den hier an der Seite oder vorne auf der Ecke irgendwie hier hinlegen kann, dass ich hier dann per Hand immer hin und her schalten kann. So, da muss ich dann halt nur gucken, muss ich halt mir merken, was ist. Weil wenn ich hier einen Zettel ranmache, sieht es kacke aus. Und wenn man die gleichen Kabel hat, dann ist echt schwer zu sehen, was wo ist. So, den machen wir erstmal oben über die Soundbar rüber, damit der uns hier nicht die ganze Zeit in der Latichte rumwirbelt. So. Und dann brauchen wir noch einen. Ich habe ja hier noch mehrere. So. Dann brauchen wir noch einen. Der geht vom Fire TV Cube. Zack. Den muss ich auch noch woanders hinstellen, den Cube. So. Was habe ich denn den gemacht? Da muss ich erstmal in der App gucken. Wenn ich wüsste, wo mein Handy ist, wäre ich schlauer. Ach so, da drüben.
Da muss ich erstmal in der App gucken von Dreamscreen, auf welchen HDMI ich den Fire TV gemacht habe. Dreamscreen. Ach, der hat keinen Strom. Alexa? TV-Steckdose 1 an. Schaltest du TV-Steckdose an? Ja. Alexa? TV-Steckdose an. Ach, ich habe das Licht nicht gesehen. Okay. Ist an. Auf. HDMI 2. Auf HDMI 2 habe ich den geklemmt. Wo habe ich den jetzt hin? Ach, hier. Ist der vom Fire TV, genau. So, den habe ich auf HDMI 2. Und zwar ist HDMI 2 der in der Mitte, damit er nicht irgendwo übersteht. So, dann haben wir das. Dann brauchen wir natürlich noch einen davon. Und wo ist er? Der kommt dann natürlich vom Dreamscreen. Zum TV. Aber auf Steckdose, ach Quatsch, HDMI 1. So. Dann. Wartet mal. Ich will nichts Falsches sagen. So. Der kann 4K Ultra HD, HD, HDR, AC, gut, der kann das, gut. Nicht, dass ich euch das Falsche sage, nein, das kann er. Und der kann 120 Minuten, okay. So. Davon brauchen wir einen. Vom Receiver. Der reicht aus für einen Receiver. So, dann kann der weg. Und, achso, das Lars. So, das ist der. Das ist der. Ach scheiße, den langen habe ich vergessen. Mist, den mache ich ein andermal. So, hier haben wir noch einen kurzen. So. So, machen wir die Sicherheitshütchen ab. So. Und hier haben wir noch mal einen. Obwohl, der ist ja, glaube ich, ein Stück länger als der, der jetzt schon Cube dran ist, oder? Ach, das war ja der längere, genau. Ach, jetzt habe ich mich vertan. Ich wollte ja den kürzeren für einen Blu-ray-Player und den längeren für den Fire TV nehmen. Weil ich den Fire TV auf die andere Seite machen möchte. Also der soll praktisch auf der Seite stehen.
ganz vergessen, ey. So, genau. Dann hier einen HDMI rein. Und den HDMI da müssen wir jetzt mal gucken. Mit dem Dream Screen hatte ich Probleme mit dem Blu-ray Player. Also falls das jetzt nicht funktioniert, werde ich das später nochmal umdingsen müssen und mache den Blu-ray Player wieder direkt an den Fernseher ran. Weil sonst ist das alles ein bisschen... So. Es sieht nun noch total wüst aus hier, ey. So. Dann... Für den Receiver reicht natürlich normales 4K-Kabel aus. Ach, jetzt habe ich es doch ein bisschen... zu eng gemacht. So. Normales 4K-Kabel reicht da aus. Der hat 4K, ja. Aber der braucht keine 60. Keine 120 Hertz. So. Und den Receiver machen wir auf HDMI 2. Zack. Nee. Wir machen den Receiver auf HDMI 3. So, auf 2 soll ja der Blu-ray Player kommen. So, falls ich das umdingsen muss. So, jetzt sind wir aber immer noch nicht fertig. Und zwar müssen wir jetzt noch LAN-Kabel verlegen. Die Geräte sind noch nicht alle so richtig, wie sie sein sollen. Die PlayStation muss hier rüber, bla bla bla. Die LAN-Kabel machen wir dann zum Schluss. Weil ich würde das jetzt gerne hier ranschieben wollen, damit wir das verstecken können. Dafür nehme ich aber sicherheitshalber das mal ab. Puh, so, ich muss meine Uhr gucken. Ach scheiße, streamen soll ich ja auch bald, Mensch. So, dann müssen wir das mal kurz abmachen und das auch. Nee, das können wir dran lassen. So. Die Steckdose können wir dahinter verlegen. Und die mal hier rein. So, hier können wir die hier hinten reinlegen. So. Kleiner Fehler, ich muss den ja hier noch durchschnubbelwupsen. So, genau. Fuck, wann kommt denn hier immer alles? Warum bleibst du jetzt hier hängen, du dumme Sau? So.
Dann haben wir PlayStation-Steckdose da hinten. So. Die TV-Steckdose. So, das ist eine davon. Die müssen wir erstmal ablassen, damit wir das verlegen können. Das ist der HDMI. Der ist vom Receiver. Den können wir erstmal beiseite packen. Jetzt haben wir hier den Strom. Den müssen wir hier durchziehen. So. Ich wickel den mal hier kurz so ein bisschen rum, nicht dass er euch wundert. Nur dass die Steckdose was höher kommt, dass die da nicht auf der Erde liegt. Grund, dann kann ich den Stromkabel hier durchwuckeln. Weil wir haben jetzt wirklich soweit alles super hingekriegt. Ich bin sehr zufrieden. So. So, was ist das für einer? Das ist Soundbar. So, jetzt haben wir den nämlich hier hoch, so wie er sein soll. Das alles ranmachen. Ach Quatsch. Ist ein bisschen verdreht. Moment. So. So, haben wir. Dann kommt die Steckdose hier hinten hingelegt. Auf den Fußboden, hinten in die Ecke. Eieiei. So. Das da drüber. Ach Mann. So, jetzt aber. So. Ich muss den nochmal aufmachen. Irgendwie hat sich mein Stromkabel hier komplett verdreht. So. Jetzt haben wir das. Dann können wir das hier hinten verstecken. So. Dann brauchen wir die Steckdose für Dauerstrom, also Fernsehen. Da müssen wir den Stromkabel hier unten drunter durchlegen, dass er sich nicht mit irgendwelchen anderen überschneidet. Und der hängt jetzt dank der Steckdose vom Fernsehen nämlich in der Luft. So. So. Das denn da lang, das da lang. Das und na komm, runter hier. So, noch da runter. So. Dann haben wir das. Dann können wir die Steckdose auch hier unten reinlegen. So. Und dann können wir das alle ranschieben. So.
So. So, ich kann die Steckdose so, ja, ein Stück beiseite machen und auf den Kabelkanal ein bisschen ablegen. Dann ist da nicht so doll Spannung dran. Dann passt das schon mal ganz gut. So. So, jetzt habe ich den HDMI, zack, den machen wir mal noch hier oben hin. So, wir haben dann hier noch HDMI. Die lege ich mal in den Kratzbaum rein, dass die uns nicht so verloren werden. So. Vom Ambilight, das muss hier noch hinter versteckt werden. So. Und jetzt geht's ans Feintuning. So, jetzt geht's ans Feintuning. So, jetzt müssen wir erstmal hier unten die Steckdose wegpacken. Oh, was ist denn das? Ein Gumminob. Ach so, das ist da, wo die Steckdose, wo die Schrauben sind. Okay. Ah. So. Die Steckdose von der Switch, die verstecke ich auch hier hinter. Dann kann ich mir später dann immer noch was Besseres einfallen lassen. So. So. Jetzt ist es schön rangeschoben. Ich muss mal gucken, damit das auch gerade ist. So. Jetzt geht's ans Eingemachte. Und zwar als erstes die PlayStation. Gut, die ist wohl doch zu weit weg, die Steckdose. So. So.
Obwohl, ich kann die PlayStation noch weiterhin rechts haben. Ich muss die nicht links haben, umso weiter die weg ist vom PC, umso besser ist das. Ich habe ja das Zwischenstück. So. So, die PlayStation steht. Jetzt kommt die Festplatte. So. So, wir haben die Festplatte an der PlayStation. So, obwohl da können wir auch noch ein Stück ziehen, damit er gleichmäßig ist. So, ich habe nämlich hier so eine Anti-Rutschmatte drunter. Die ist jetzt nicht, damit es nicht wegrutscht, die ist eigentlich nochmal zusätzlich, um Geräusche zu filtern. Nochmal zusätzlich, um Geräusche zu dämmen. So, das kommt runter, das kommt so. Dann können wir den HDMI hier hinter verlege. Daran und können das, das und das. Obwohl, das können wir ja auch. Müsste genug Platz sein? Ja, passt. So. Obwohl, nee. Machen wir nur hier hinten hin. So. Ich lege mir nämlich den Switch, lege ich mir nämlich hier hin, damit ich da jederzeit rankomme und umschalten kann. Beziehungsweise müsste das... Das passt nämlich nicht ganz, dass wir den hinter die PlayStation machen. Aber ich habe gerade noch eine andere Idee gehabt. So. So. Dann haben wir das. Das legen wir erstmal hier oben rauf. So. Der ist jetzt an der Stelle, wo er hin soll. Dann haben wir den Fire TV Cube. Ja.
Den muss ich nämlich ein bisschen zentraler machen, weil da habe ich mitgekriegt, wenn der hier zu weit links ist, durch die Tür und den Flur und so, da spurt er nicht mehr so, wie er soll. Da macht er dann halt nur noch Blödsinn. Oh, warte mal, wollen wir das haben wir? So. Müssen wir mal gucken. Hier haben wir die Erweiterung. So. Zack. Dann. Ach man. Ich will nämlich noch ein bisschen rumexperimentieren. Ich weiß, dass man es nicht braucht, dieses IR-Sensorteil. Aber ich will noch ein bisschen rumexperimentieren, was man damit noch machen kann. Ob ich vielleicht schaffe, den Receiver damit vernünftig zu benutzen. Oder halt nicht. Deswegen schließe ich das auch erstmal an. Und hat noch einen positiven Nebeneffekt. Der Kabel kommt nicht weg. Sonst brauche ich den irgendwann mal. Und dann ist er weg. Also weiß ich noch, ich habe ihn gehabt, ich habe ihn weggepackt, damit er nicht verschwindet. Und dann ist mir schon bei einigen Sachen so passiert. Dann packst du es so gut weg, dass du es selber nicht mehr findest. So, zack, dann haben wir das nächste angeschlossen. So, können wir die Kabelei hier hinter donnern. So, der Würfel, weiß ich noch nicht, wo ich ihn hinmachen werde. So, die Uhr. Ich weiß noch nicht, ich habe noch keine Ahnung, wo ich die Gigagate hinmache. So, das würde so ja reichen, dass ich das da hinten in die Ecke mache. Ja, ganz gut, weil dann hätte ich hier so. Das ist TV. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo habe ich denn jetzt die LAN-Kabel hin? Da hinten. So. So. Dann mache ich die nämlich hier hinten hin. Da fällt sie kaum auf. Der Kabel, der Stromkabel reicht auch bis dahin. Passt. Super. Ah, so. So. Dann brauchen wir jetzt erstmal Kabel. So, wir haben ein LAN-Kabel, der kommt, den haben wir schon hier. Das ist der, der vom TV kommt. Dass ich da eine gute Verbindung habe. Ich bevorzuge Kabel. Oder halt hier die Gigagate, die hat wirklich, die ist bombastisch. So. Jetzt haben wir. So, das packen wir mal hier rüber. Nehmen wir erstmal die PlayStation. Das ist nämlich das Wichtigste überhaupt. So, dass die Internet hat. So. So, die PlayStation. Wo habe ich denn jetzt wieder? Da. So.
Weil da braucht der Kabel ja nicht so lang sein bei der PlayStation. Weil die Gigagate ist ja gleich daneben. So, deswegen reicht das so vollkommen aus. Zack. Jetzt hier unten nochmal einen rum. Zack. Und schon haben wir den LAN-Kabel der PlayStation. Kann ich den hier hinten hinpacken? So. Und kann die PlayStation anschließen. Auf den untersten, auf dem schnellen Port. So, dann können wir uns den LAN-Kabel nehmen, den wir sowieso schon haben. Weil die anderen vier Ports sind alle gleich. Also von daher ist das Wumpe, wo hier was wie ist. So, und dann machen wir den dann halt als nächstes ran. Zack. Verstauen müssen wir noch nicht, kommt alles später. So. So. Jetzt haben wir noch drei LAN-Kabel. Wir haben die PlayStation angeschlossen. Wir haben den Fernseher angeschlossen. Was schließen wir noch an? So, natürlich das Fire TV, um wirklich eine stabile, gute Verbindung zu haben. Selbst beim Fire TV brauchen wir nur so viel, so ein bisschen Kabel, dass wir da hinkommen. Und den Rest können wir einpacken. Na, wo habe ich sie denn? Ah, hier. Ich habe ja bevor ich hier alles abgemacht habe, alles eigentlich gesichert an Klettband, weil ich will ja kein Klettband verschwenden. Aber einiges ist schon wieder verwendet worden für die PC-Ecke und alles Mögliche. Ja, und deswegen ist jetzt weniger da, als ich eigentlich abgemacht habe. So, jetzt haben wir das. Das ist das Fire TV. Das wird dann nachher noch versteckt. Der Kabel geht dann da runter und der geht dann hier und der bleibt dann hier liegen. Da haben wir das Fire TV. Dann brauchen wir natürlich noch Wer kommt drauf? Receiver und Blu-ray Player. So. Receiver dran. Blu-ray Player. Auch dran. So. Die beiden. So. So. Ein bisschen locker lassen. Die beiden auch wieder so in etwa bis hier Kabel lassen. Ja, so ein Stück mehr. Und die können wir eindrehen. So, die kommen dann oben raus. Machen wir doch so ein bisschen mehr. So. Genau. So. So passt das perfekt. Nee, das ist mein langer, den brauchen wir noch. Den nehmen wir. So. Und ich habe doch noch mehr. Ich habe doch hier. Ja, sind noch mehr. Aber ich will halt nicht die ganz langen opfern. Die brauche ich nämlich noch. Für die dicken Kabel. Wenn ich den PC verkabel. So. Dann haben wir das. Und das haben wir auch.
Dann können wir jetzt gucken, dass wir die Kabel jetzt hier vernünftig verlegen. So. Ne, haben wir doch schon richtig gemacht. So. So. Und das Geile am Klett ist, ich kann das jetzt hier so ein bisschen nachziehen und das andere drehen. Dann wird es auf der anderen Seite ein bisschen kleiner. So. Dann kann man das auch noch ein bisschen justieren. So. Oh, das wird jetzt langsam mit dem Platz hier hinten doch ein bisschen eng. Muss ich wohl doch noch was anderes machen. So, das machen wir so. Das machen wir hier hin. Das machen wir hoch. Ich mache mir das lieber mal in eine andere Ordnung hier. So, die Räte alle oben und über der PlayStation halt das, was am wichtigsten ist. Beziehungsweise, ja, Reihenfolge. Und das ist halt Fire TV. So. So. Ich muss doch hier hinter. So. 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 Jetzt müssen wir nur noch die Kabel hier verstecken. So. Wir wollen die ja nicht sehen, das wäre ja doof. Oder so wenig wie möglich sehen. So. So, dann brauchen wir jetzt natürlich noch einen langen HDMI. So, und zwar, so, das ist alles hoch. So, muss ich jetzt, wo habe ich den denn hingedonnert? Hier. Nee, das ist er nicht. Das ist der SAT. Moment, ich muss gerade mal gucken, wo der Kabel ist. Der auch nicht. Der auch nicht. Habe ich die jetzt alle verbaut? Nee, hier ist er. 5 Meter, genau. So, 1,5 Meter. Dass ich den noch vernünftig verlegen kann. Ich bin noch am überlegen, ich werde wahrscheinlich die Switch halt nicht da lassen. Die wird halt komplett hinter der Tür verschwinden. Das Regal noch ein Stück nach vorne, dass man das halt nicht alles so sieht. So, die Schutzkäppchen ab. So, jetzt muss ich euch nochmal abmachen. So, da ist abgekackt. Akku war leer, habe ich nie mitgekriegt. Ich hoffe, ihr habt nicht zu viel verpasst. Das sehe ich alles erst nachher, wenn ich es bearbeite, beziehungsweise morgen.
Ich habe die Switch jetzt angeschlossen, die steht jetzt da oben. Der HDMI-Kabel geht hier unten lang, der ist so lang genug, dass wenn ich die Switch wirklich von da neben die PlayStation mache, das kann ich aber erst machen, wenn die Kleine alt genug ist und dann nicht ständig ran will, dann reichen die 5 Meter von hier aus auch zur Capture-Karte. Und da mache ich den Verteiler ran. So, dann passt dann nämlich. Jetzt müssen wir die Kabelei nämlich hier noch alles verstecken. So. Wenn wir nur gucken, wie wir das machen. Ich glaube, ich mache den Verteiler diesmal hier so ein bisschen auf der Ecke, dass er nicht ganz so doll auffällt. Die Uhr. So, das ist der optische Verteiler. Der, achso, den brauche ich ja momentan noch nicht anschließen. Den kann ich dann später anschließen. Den kann ich später anschließen. Den brauche ich jetzt momentan noch nicht. Weil jetzt habe ich ja nur ein optisches Gerät gerade dran. Also ein. Die Cambridge Audio und so, das kommt ja alles erst später. Oh Gott. Ich hoffe nur, die Katzen knabbern mir das nicht an und kriegen da mal Hunger drauf oder so. 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 Der USB, der vom Fernseher kommt, da kommt auch wieder eine Festplatte ran. Den mache ich jetzt erstmal hier so eine Ecke. So. So, da kommt auch wieder eine Festplatte ran. Ich habe nämlich eine Festplatte, wo unsere ganzen Familienbilder drauf sind und die Videos, die wir gemacht haben, wenn wir irgendwo waren, bei Schwiegermutter, bei meiner Mutter, im Park. So was alles, die sind da alle drauf. So, jetzt den Fire TV Cube. Wo machen wir den denn jetzt hin? Ich würde sagen, ich mache den hier hin. Das ist eine ganz gute Idee. Aber ich muss den weiter zurück machen. So, ich kann den nicht zu weit vorne hin machen, weil das Problem ist mit dem OTG-Kabel, den ich hier dran habe. Der ist nicht so lang. So, und dann können wir den Würfel hier so ein bisschen verstecken. Der muss ja nicht hier offensichtlich liegen, obwohl den können wir ja auch rein theoretisch so doll verstecken, dass wir den hier einfach auf den Blu-ray-Player rauflegen oder hier hinten. So. Das, ich muss hier alles noch verstecken. Ja. So. So, und dann mache ich den Blu-ray-Player so ein bisschen hoch und schiebe den Kabel hier so ein bisschen drunter. So, dann ist der Würfel hier, kann nicht umhergeschleudert werden, passt super. Den HDMI vom Fire TV noch hier vernünftig. So, der HDMI von der PlayStation. So.
So. Jetzt liegt der nämlich hier, der fällt nicht so doll auf. Obwohl, ich könnte den rein theoretisch vielleicht doch hinter die PlayStation machen. Na, passt nicht ganz. Machen wir mal den Kabel hier drunter. So. 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 Jetzt liegt er da hinten auf der Ecke, das ist ganz gut. So, die Uhr wieder so schön mittig. Mensch, habe ich Platz hier. Und ich brauche eine Uhr, mein Handy. Oh Gott. Ah, scheiße, mein Stream. Erstmal dunkler machen, weil mir das auf den Sack geht, wenn es immer so hell ist. 8. 8. 26. Und so, auf 24 Stunden umgestellt. So. Ah. Perfekt. Jetzt liegen keine Kabel mehr rum. Alles steht wieder so, wo es stehen soll. Alexa, wie geht es dir? Herzlichen Dank. Mein Tag war toll. Ich hoffe, deiner auch. Ja, funktioniert auch. Aber die Uhr mache ich noch ein Stück nach hinten. Das ist besser, wenn die hinten steht. Dann kann man sie besser von allen Winkeln sehen und so. So. Ja, dann würde ich sagen, wir sind fertig. Wir haben alle Geräte angeschlossen. Wir sind jetzt auch... Ja. Alexa, TV-Steckdose aus. Alexa, TV-Steckdose an. Alexa, PlayStation-Steckdose an. Meintest du PlayStation-Steckdose? Ja. Alexa, PlayStation-Steckdose an. So, jetzt muss ich mal nachgucken, ob die auch wirklich an ist. Ich habe da gerade nichts gehört. Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser. Alexa, PlayStation-Steckdose aus. Ja, jetzt ist er wirklich aus. Gut. Gut, jetzt haben wir das eingestellt. Wir haben die PlayStation auf. Also wenn wir zocken wollen, PlayStation-Steckdose an oder aus. Aus. Hoppala. Dann haben wir eine TV-Steckdose. An dieser TV-Steckdose ist die Gigagate dran, damit wir Internet haben, logischerweise. Weil Fire TV hat zwar LAN, aber auch WLAN. Davon, das macht trotzdem alles. Aber wenn wir das sagen, hier TV an, also TV-Steckdose an, dann macht er die Gigagate an, die Soundbar geht an, die Ambilight geht an. Das hat ja zwei Steckdosen. Einmal für das Ambilight an sich und einmal noch zum Verstärken. Das Gigagate. Gigagate, Soundbar und die Beine vom Ambilight. Da fehlt doch noch irgendwas. Hatte ich da nicht fünf Sachen dran? Weiß ich jetzt nicht. So, dann haben wir eine Dreiersteckdose, wo die Uhr dran ist, der Fire TV
und der Fernseher, damit die immer Dauerstrom haben. Die müssen wir dann natürlich in der Alexa-App halt noch zuweisen. Da müssen wir dann natürlich noch sagen, welche Steckdosen jetzt zum Bereich Wohnzimmer gehören oder wenn ich noch welche in der Küche mache, was ich machen will, welche zum Bereich Küche gehören. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen zum Verkabeln der PC-Ecke. Da werden wir noch vieles neu machen müssen. Und, ja gut, die Kabel können wir eigentlich so lassen. Ich muss nur was zusätzlich machen. Da muss ich noch gucken, wie wir das machen. Und dann halt unterm Tisch und die Couch und das LED vom Bild und so. Das muss ja auch alles neu gemacht werden. So, ich bin dann jetzt erstmal weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich denke mal, ich werde die lange Version hochladen und eine kürzere Version, wo ich wieder Musik im Hintergrund machen werde. Und dann könnt ihr, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich jetzt aufgenommen habe, innerhalb von 20, 30 Minuten, 2 Stunden Video gucken oder so. Ich hoffe, wie gesagt, es freut euch. Ich würde mich über ein Däumchen freuen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Ich werde auch demnächst dann noch ein Video machen zu Alexa und zu den ganzen Gadgets, die ich hier eingebaut habe. Ich bin dann jetzt aber weg. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.